Der EHC Red Bull München gegen die Kölner Haie am 30. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga. Für München hieß es, den 11. Sieg in Folge holen. Und für die Haie diesen Auswärtstrip. Man spielte zuletzt ja auch in Straubing, mit einem Sieg zu holen. Aber die Haie arg dezimiert durch viele Kranke und Verletzte. Aber mit dem guten Start und der Führung nach 90 Sekunden im Powerplay. Maxi Kammerer mit seinem 11. Tor in dieser Saison. Über Baptiste und Balen kommt der Puck zu Kammerer. Der verwertet seinen eigenen Nachstauber. Köln von Beginn an stark, gut im Spiel. Erst einmal, zumindest für die ersten paar Minuten, München ganz gut im Griff. Aber dann kam Chris de Souza und dann kam für Köln auch ein bisschen Pech dazu. Wir schauen noch mal genau hin. Erstmal gut gespielt, weil man Köln auseinanderzieht durch Abelshauser. Dann de Souza, der ist eigentlich gut abgedeckt von Matsumoto. Und dann ist es der Schlittschuh von Stanislav Dietz, der Mirko Pankowski im eigenen Tor überwindet. Dann fing München an zu kombinieren und zu spielen. Über Jonathan Blum und wieder ist es entscheidend. Die Kelle von Chris de Souza, 14. Spielminute, 2:1 München. Perfekt aufgelegt von Jonathan Blum. Hier auch zu sehen, dass er den genauso wollte. Und de Souza macht das, was er am besten kann, nämlich Tore schießen. Davon noch nicht genug hatte dann Austin Ortega. Setzt sich im Powerplay hier durch. 19. Minute, das 3:1 für München. Ball zwar ein Mann weniger, aber nicht gut verteidigt hier von den Haien. 4 Tore, 2 Tore Vorsprung für das Team von Don Jackson nach den ersten 20. Hinein in Drittel 2. Dort weiterhin sehr druckvoll München, spielte Köln in dieser Sequenz sehr, sehr lange fest. Und das am Ende mit dem perfekten Abschluss von Yasin Elitz. 27. Spielminute eingeleitet von Ortega und dem entscheidenden Pass erneut von Jonathan Blum. 150 km/h schwer der Schuss von Yasin Elitz zum 4:1. Im zweiten Abschnitt das Team von Uwe Krupp nicht wirklich im Spiel. Das sollte sich im Schlussabschnitt aber noch einmal ändern. Denn die Haie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sie kämpften, sie fighteten und sie wollten. Und sie kamen dann auch zum Anschluss durch Dave McIntyre. Und da waren noch knapp 12 Minuten zu spielen. 12. Tor in dieser Saison von Dave McIntyre. München hatte aber immer eine schnelle Antwort auf Kölns Aufbegehren. Wie hier durch Ortega. Nur 2,5 Minuten später wieder 3 Tore Führung für München. Über Ben Smith, Yasin Elitz und dann stiehlt sich Ortega ganz kurz entscheidend von Stanton weg. Die Haie bekamen dann hinten raus noch ein paar Powerplay-Möglichkeiten und nutzten diese hier. Durch Nick Baptiste zum 3:5 Anschluss. Und auch da waren noch etwas mehr als 6 Minuten zu spielen. Die Hoffnung bei Köln, sie lebte weiterhin. München mit zuletzt 6 Heimsiegen, 5 Heimsiegen in Folge. Wollte den 6., wollte den 11. Sieg in Folge und bekam den am Ende dank Patrick Hager, eingeleitet von de Souza. Mit der Entscheidung knapp 3 Minuten vor dem Ende. De Souza mit insgesamt 2 Toren und 2 Assists. Der Matchwinner auf Münchner Seite. We've been playing great here. We've had a great stretch. We've just had a great first half of the year, to be honest. We got a really good team. We know it. And as long as we play the way we want to play within our system and play together, you know, we're a pretty hard team to beat. You know, you never want to lose hockey games, and it was a tough road trip for us, obviously losing 2 games, but we're short bodies, but we're not a team that's going to make excuses. We got quick turnaround, we got Dusseldorf on Friday in a derby game, so we're going to be ready to go for that. Immer wieder viel Unterhaltung dabei zwischen München und Köln. 68 Tore in den letzten 9 Spielen. Auch heute waren es wieder 9 an der Zahl. München holt seinen 11. Sieg in Folge und stellt damit den klubeigenen
Rekord ein. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.